Und ich freue mich sehr, dass das Kreisbildungswerk das Thema Pflege ganz hoch hängt und der ehrenamtlichen Hilfe hier einen hohen Rang gibt. Ehrenamt, das ist unglaublich wichtig. Der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann. Das Ehrenamt schafft diese Voraussetzungen. Ich rede vom Alter, ich rede von den Problemen der Demografie, die es zu bewältigen gibt. Und bei den Problemen sind die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer unendlich wichtig. Es ist doch so. Früher hatten die Menschen Angst vor dem Sterben. Heute haben sie Angst vor dem Altern, Angst vor der Hilflosigkeit, Angst davor, umfassend auf Hilfe angewiesen zu sein und sich dem Lebensende entgegenzuwinden. Jeder zweite 85-Jährige in Deutschland lebt allein, ist allein. Die Gesellschaft hat es sich angewöhnt, über das Alter zu stöhnen. Gerade so, als ob dieses Alter nur aus Demenz und Leid bestünde. Aber das längere Leben ist auch eine Auferstehung. Es ist nämlich Wundersames, es ist Ungeheuerliches geschehen. In nur einem Jahrhundert haben die Menschen 20 Jahre an Lebenszeit gewonnen. Die Lebenszeiten haben sich den Jahreszeiten angenähert. Früher bestand ein Leben aus Frühling, Sommer und Winter, also aus Kindheit, Arbeit und Sterben. Mit den geschenkten Jahren ist nun ein langer Herbst dazugekommen. Noch eher öde für viele, schon golden für manche. Die heutige Rentnergeneration ist überwiegend sehr fit. Das große und lange Altern ist so neu, dass die Menschen es noch gründlich lernen müssen. Zu diesem Lernen gehört auch ein neues Koordinatensystem im Alltag. Dazu gehören Wohnungen und Häuser, in denen man das Altern gut und erfüllt leben kann. Es geht um die dritte und um die vierte Lebenszeit der Menschen. Es geht um den Herbst und um den Winter des Lebens. Es geht um Antworten auf drängende Fragen. Wie sieht gutes Alter aus? Wie wollen wir wohnen? Senioren-WGs gelten als Wohnformen der Zukunft. Wenn die Menschen das Altern gut lernen, und Erwachsenenbildung ist auch für dieses Lernen da, wenn die Menschen das Altern gut lernen, wird das die Gesellschaft grundlegend verändern. Es wird die Gesellschaft menschlicher machen, weil die älteren Menschen Zeit haben, Zeit für die Dinge, für die die Jungen keine Zeit haben. Es wird die Gesellschaft klüger machen, weil die älteren Menschen Erfahrung haben, Erfahrungen, die die Jungen noch nicht haben. Und der lange Herbst wird die Gesellschaft sozialer machen, weil die geschenkten Jahre nicht nur Freizeit, sondern auch, wenn es gut geht, eine soziale Zeit sein werden. Das Altern der Gesellschaft wird also, wenn es ihr gelingt, das Altern zu lernen, ein Glücksfall sein. Für die Jungen, vor allem aber für die sehr Alten. Es geht um nicht weniger als um einen neuen Gesellschaftsvertrag. Was meine ich damit? Die Menschen in der dritten Lebenszeit, die Erziehung ihrer Kinder hinter sich haben, die Herbstmenschen also, könnten sich um die Menschen in der vierten Lebenszeit, also um die ganz Alten, um die Wintermenschen kümmern. Es wird, wenn es gut geht, einen neuen kategorischen Imperativ, einen gerontologischen Imperativ geben. Pflege die sehr Alten so, wie du selbst in 10, 15, 20 oder 30 Jahren gepflegt werden willst. Eine Vision? Natürlich. Aber eine Gesellschaft ohne Vision geht zugrunde. Wenn Erwachsenenbildungsarbeit sich diese Vision zu eigen macht, dann ist das ein Glück für die Gesellschaft.